Hallo und willkommen bei den Spielinus mit Melanie und Angelo und Atelier The Painter Studio. Genau, und Atelier ist im Verlag AEG erschienen und von dem Autor, Vorsicht, jetzt wird es wieder französisch, Nicolas Bourgeois. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler und ab 14 Jahren. In Atelier geht es darum, wir sind Künstler, wir haben ein Atelier, wie der französische Name hier schon vermuten lässt, und wir wollen die besten Bilder malen. Dazu schicken wir Studenten aus, die uns Farben besorgen. Wir können Inspiration kriegen, wir können Sponsoren kriegen. Wie das Ganze abläuft, zeige ich euch kurz in den Regeln und dann sehen wir uns in dem Fazit wieder. Für das Setup gibt jedem Spieler ein Spielertableau, ein Inspiration Token, 4 Würfel der Spielerfarbe, die passenden Spielerfarben Studenten. Dann platzieren wir die 4 Farben im Spiel in der Tischmitte, in Haufen sortiert. Die übrigen Inspiration Tokens platzieren wir daneben. Deckt 7 Gemälde auf und macht darüber den Nachziehstapel. Dann bekommt noch jeder Spieler 2 verdeckte Patreon Cards. Jeder Spieler sucht sich jetzt noch verdeckt eine von seinen beiden Patreon Cards aus. Das sind einfach Effekte, die am Spielende Siegpunkte geben. Eine Karte behält er, die nicht genommene Karte legt er verdeckt unter den Nachziehstapel des Patreon Decks. Das machen alle Spieler. Dann wird ein Startspieler zufällig bestimmt und wir legen noch diesen 4-Punkte-Marker neben die Gemälde. Was der macht, erkläre ich euch gleich. Zu Spielbeginn platziert jetzt jeder Spieler einen seiner Studenten neben eine Farbe. Das ist nachher wichtig für Mehrheiten. Angefangen wird immer rechts vom Startspieler und dann gegen den Uhrzeigersinn. Sprich, der erste Spieler platziert, der zweite Spieler platziert, der dritte Spieler platziert und zum Schluss darf der Startspieler noch platzieren. Wie läuft jetzt eine Runde ab? Bei Atelier sind wir Künstler, die ein Atelier betreiben und möchten die schönsten Gemälde bauen. Dazu haben wir Würfel, es ist ein Dice-Placement-Spiel, die werden gewürfelt und dann können wir Aktionen hier ausführen. Es gibt Farben, die wir einsammeln können, wir können Gemälde malen, wir können neue Sponsoren bekommen und wir haben noch diese Inspiration-Tokens, die uns zusätzlich Aktionen geben. Das Spiel läuft über so viele Runden, bis ein Spieler 3 Gemälde mit Masterpiece-Zeichen gemalt hat. Das sind diese kleinen Sterne hier. Der Spieler, der das zuerst schafft, bekommt noch diesen 4-Punkte-Marker dazu, als Belohnung quasi. Danach wird die Runde zu Ende gespielt, dann wird noch eine Runde gespielt und dann ist das Spiel zu Ende. Eine Runde läuft so ab. Der Startspieler würfelt seine Würfel und jetzt muss er einen oder alle Würfel einsetzen, um Aktionen zu machen. Jeden Würfel, den ich einsetze, der eine 1 oder 2 zeigt, erlaubt es mir, einen neuen Studenten zu platzieren. Ich nehme mir aus dem Vorrat einen Studenten und platziere ihn hier oben bei den Farben. Das ist daher wichtig, wenn ich nachher die 4 benutze, bekomme ich Farben, aber nur da, wo ich die Mehrheit habe. In einem 4-Spieler-Spiel ist auch die Mehrheit dann gegeben, wenn es einen Gleichstand gibt. Setze ich die 3 ein, darf ich Studenten bewegen, und zwar darf ich von jedem Spieler bis zu einem Studenten bewegen. Ich hätte jetzt also die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Schwarzen hier rüber bewegen und dann bewege ich noch den Lila-Spieler hier rüber. Mit den 4 kann ich Farben einsammeln, das heißt überall, wie gesagt, wo ich die Mehrheit habe, darf ich mir jetzt entsprechend die Farben nehmen und hier auf mein Tableau platzieren. Mit einer 5 kann ich Gemälde malen. Ich brauche natürlich die Farben, die hier benötigt werden. In dem Fall bräuchte ich einen Blau und eine rote Farbe, um dieses Gemälde zu malen. Hier unten stehen die Siegpunkte am Spielende. Hier drüben, zu welcher Kategorie das Gemälde gehört. Das ist wichtig für Set Collections, die eventuell über Patreon Cards oder über andere Karten ins Spiel kommen können. Dann ist hier noch ein Effekt drauf. Es gibt Effekte, die treten dann ein, wenn ich das Gemälde male oder ich kann es einmal pro Runde aktivieren. Wenn ich das Gemälde malen möchte, gebe ich die entsprechenden Ressourcen ab. Ich lege das vor mich hier hin. Also angenommen, ich hätte jetzt ein rotes auch noch, würde ich rot und blau zurück in den Vorrat legen. Dann lege ich das gemalte Gemälde vor mich ab. Ich schaue noch schnell, ob ich einen Effekt hätte, der eintritt, wenn ich das Gemälde male. In dem Fall kann ich es einmal pro Runde aktivieren. Immer wenn ihr ein Gemälde malt, das dieses Symbol habt, müsst ihr entsprechend Studenten wieder zurückgeben. Das heißt, in dem Fall müsste ich 2 Studenten von einer beliebigen Stelle mit Farben wieder zurück auf mein Tableau machen. Ich kann beispielsweise den von Gelb zurücknehmen und den von Rot. Habe ich eine 6 und setze diese ein, darf ich mir irgendeine Farbe nehmen, auch wenn ich da nicht die Mehrheit habe. Was ich auch noch machen kann, ist keine dieser Aktionen auszuführen. Ich kann einen Würfel beliebiger Augenzahl ausgeben, um mir einen Inspiration Token zu nehmen.
In meinem Zug kann ich dann diese Inspiration Tokens, wenn ich möchte, ausgeben. Und zwar gebe ich einen Inspiration Token ab, darf ich alle noch nicht eingesetzten Würfel rerollen. Gebe ich zwei ab, darf ich ein Gemälde malen, ohne dafür die 5 gewürfelt zu haben. Gebe ich sogar 3 Inspiration Tokens ab, darf ich mir vom Patreon Deck eine neue Karte nehmen und vor mich auslegen. Zum Verständnis, wie die Runde abläuft, mache ich jetzt ganz kurz eine ganz kleine Beispielsrunde. Ich bin jetzt der Startspieler, ich würfel das erste Mal meine Würfel und möchte jetzt diese beiden Würfel einsetzen, um 2 Studenten zu platzieren. Ich möchte jetzt nichts mehr machen. Das heißt, mein Zug ist zu Ende und der nächste Spieler macht das Gleiche. Er würfelt seine Würfel, setzt einen oder alle seine Würfel ein. Dann geht das Reihe um, bis ich wieder an der Reihe bin. Jetzt wäre ich wieder an der Reihe. Ich nehme meine übrigen Würfel, würfel sie erneut und darf sie jetzt einsetzen. Ich mache jetzt beispielsweise, ich gebe jetzt einen Inspiration Token ab, um diese nachzuwürfeln, weil ich nicht noch mehr Studenten platzieren will. Wunderbar, jetzt habe ich die 4, die setze ich ein und ich sammle Farbe. Ich bekomme ein Grün, ein Blau, ein Rot und eine gelbe Farbe. Jetzt würde ich wieder nichts machen wollen, das heißt, es geht Reihe um, bis ich wieder in Reihe bin. Ich würfel den letzten Würfel, den muss ich jetzt natürlich einsetzen. Ich könnte jetzt nochmal Farben sammeln oder mir einen Inspiration Token nehmen. Ich nehme jetzt einfach dann nochmal einen Inspiration Token. Gemalte Gemälde werden natürlich sofort wieder aufgefüllt, sodass jeder Spieler immer 7 Gemälde zur Verfügung hat. Die Runde geht dann so lang, bis jeder Spieler seine Würfel eingesetzt hat. Es kann auch sein, dass ein Spieler schneller seine 4 Würfel eingesetzt hat. Der muss dann so lange warten, bis die anderen Spieler auch quasi alle Würfel eingesetzt haben. Haben alle die Würfel eingesetzt, wandert der Startspielmarker nach links weiter. Ab jetzt ist der Spieler links vom Startspieler der neue Startspieler. Das Spiel geht wie gesagt so lange, bis ein Spieler es geschafft hat, 3 Gemälde mit Masterpiece-Zeichen zu malen. Dann wird die aktuelle Runde noch zu Ende gespielt und dann folgt noch eine weitere Runde, die komplett gespielt wird. Wofür gibt es Punkte am Spielende? Einmal schauen wir, wie gesagt, die Punkte auf den Gemälden, die wir gemalt haben. Dann decken wir unsere Patreon-Cards auf. Habe ich hier Punkte entsprechend der Bedingung, zähle ich diese dazu. Der Spieler, der natürlich zuerst die 3 Masterpiece-Gemälde gemalt hat, zählt noch seine 4 Extra-Punkte dazu. Dann gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. So, wie ihr gesehen habt, ist Atelier ein Dice-Placement oder ein Dice-Nutzspiel. Ein Dice-Einsatzspiel. Wie man es auch nennen mag. Man hat 4 Würfel, man würfelt die Würfel und dann kann man 1 bis 4 Würfel einsetzen in seiner Runde oder in seinem Zug, wenn man dran ist. Und dann halt entsprechend auch Effekte und Aktionen nutzen. Ja. Genau. Das Ganze ist schön als Familienspiel verpackt. Ich finde es thematisch cool. Also mit dieser Farbpalette, die man als Tableau hat, das finde ich echt eine tolle Idee. Der Würfel-Einsetzmechanismus finde ich auch eine tolle Idee, weil man halt 4 Aktionen hat und ich mich entscheiden kann, wie Melli gesagt hat, mache ich eine oder mache ich halt alle, dafür bin ich aber den Rest der Runde raus. Das Ganze ist aber ganz simpel von den Mechaniken, also ich habe halt nur 4 mögliche Aktionen. 4 sind es? 4 Aktionen, ja, und aber... einen Inspiration-Token kann also ich mir noch holen. Genau, vielmehr sind es 5 Aktionen, 4 Würfel, 5 Aktionen. 5 Aktionen. Genau, und ja, entweder man nutzt eine von diesen 5 Aktionen oder man gibt einfach den Würfel ab, weil man wirklich nichts Gutes, Brauchbares dabei hat, um sich eine Inspiration zu besorgen. Und so eine Inspiration kann manchmal ganz gut sein. Genau, und das funktioniert wirklich gut, weil es geht total schnell die Runden rum. Also man hat wirklich wenig Downtime, weil man kommt halt dran, so, ich hole mir hier einen Studenten, der holt mir eine Farbe. Dann male ich vielleicht noch ein Gemälde und mache das halt ringsum und dann kommt es wieder bei einem an. Eventuell passt man halt, weil man keine Würfel mehr hat. Aber ich finde, man hat immer irgendwie was zu tun und obwohl das Glück wenig ausgeglichen werden kann in dem Spiel, weil es gibt halt den Inspiration Token, der das ausgleicht, ja, fühlt sich das, weil es halt ein Familienspiel ist, ganz selten so an, dass ich sagen würde, ja, ist halt Würfelglück, jetzt konnte ich wieder mal nichts machen. Es kann natürlich vorkommen, aber ich finde es, so wie es verpackt ist, eigentlich gar nicht so störend. Genau, ich finde es halt toll, dass ich selber entscheiden kann, nutze ich jetzt ein Würfel oder mehr Würfel, bin dafür dann diese Runde raus. Aber da liegt es halt auch immer daran, wie würfel ich denn? Wenn ich mal einen richtig geilen Wurf habe, dann kann es halt sein, dann nutze ich alle 4 Würfel und bin dann halt raus aus der Runde. Aber ich habe ein befriedigendes Gefühl, weil ich denke, ha, mehr hätte ich jetzt sowieso nicht reißen können, die Runde. Absolut. Ja, und es ist auch echt schnell gespielt, muss absolut, ich sagen. Absolut, es ist wirklich schnell gespielt. Also die Verpackung sagt 30 bis 45 Minuten. Ich würde sagen, zu viert
auf jeden Fall so vielleicht 45 bis 50 Minuten, wenn man jetzt keine super Grübel am Tisch hat. Und natürlich auch Regelerklärung kommt auch noch dazu. Regelerklärung kommt auch noch dazu. Die muss man halt dann flott runterreiern. Dann reiern? Eiern? Rattern. Rattern. Reiern tut ja bitte keiner. Nein, das machen wir nicht. Ja, ich finde es als Familienspiel wirklich schön. Es hat seine Schwächen, das muss man halt zugeben. Es, mit dem Glück. Das diese, ist einfach, ja, manchmal spielen die Karten einem halt in die Karten, also die Gemälde, die man malt. Das muss man abkönnen, weil es halt ein Familienspiel ist. Aber es ist, aber es ist echt schön. Ich habe Spaß damit. Ja, ein wunderschönes. Und ich finde diese Palette als Brettspiel, wo man hat, also genau das, ich finde es so toll, dass man das da einfach mal seine Würfel und seine Farben sammelt. Da ist alles schön aufgeräumt. Sowas mag ich ja sowieso. Man hat nochmal draufstehen, was man einfach machen kann während dem Spiel. Es ist echt ein richtig schönes, angenehmes Spiel. Halt ja, und ich kann immer wieder sagen, es ist echt ein Familienspiel, wo ich halt glaube, dass wir da gerade in den Gruppen, wo wir die Spieleabende austragen, halt auch mal Leute damit an den Tisch kriegen, die halt sonst eher sich nicht an komplexere Spiele trauen. Wenn ihr jetzt eine Familie habt, wo halt sagen, ah, wir spielen ganz gern mal was. Es ist noch nicht auf Deutsch draußen, momentan nur auf Englisch. Ja. Ich glaube, dafür ist es ein richtig cooler Door-Opener. Das hat ein tolles Thema, das spricht an, das sieht bunt aus. Hat einen tollen Mix aus, ein bisschen Area Control mit den Studenten, mit den Würfeln. Dice Placer finde ich immer sehr praktisch für Leute, die nicht viel spielen. Und wir haben gestern vielleicht auch mal einen Nicht-Würfler überzeugen können. Vielleicht, er hasst Dice Placer, aber ich glaube, er fand es gar nicht so schlecht. Lag auch vielleicht daran, dass er uns echt fertig gemacht hat mit den Punkten. Vielleicht. Das auch. Genau. Wir hatten Spaß damit. Im AEG hat nach Echos für uns jetzt einen super Familientitel rausgebracht. Ja. Davor mit Echos den Kennerspiel, vielleicht sogar Expertenspieltitel. Jetzt ein tolles Familienspiel mit Familienspielschwächen eventuell für den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz, uns hat es gefallen. Toll. Genau. Genau, uns hat es gefallen. Bei uns kommt es definitiv wieder mehr auf den Tisch. Ich will das gleich wieder spielen. Ja. Einfach, ich finde es toll. Gut, dann machen wir jetzt ganz schnell Schluss. Ja, Schluss. Nein. Dann spielen wir noch eine Runde. Nee, habt ihr es dann gerade auch so ein Spiel, wo ihr sagt, ach ja, jetzt wo es so heiß ist, darf es auch mal ein bisschen geradliniger, einfacher sein? Oder sagt ihr, nee, es müssen immer Brecher sein? Einfach nach der Arbeit schön Gemälde malen, ganz gechillt, vielleicht mit einem Cocktail. Okay. Wechselschitz, das Hobby vielleicht. Vielleicht werde ich noch Künstler, lieber nicht. Nein, wir können nicht mal Strichmännchen richtig malen. Also keine Sorge. Genau. Ja. Das war's jetzt schon wieder von uns. Lasst gerne wie immer einen Kommentar da, ein Abo, einen Daumen hoch, wie auch immer. Gerne, gerne. Dann wir sagen jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ciao. Das Spiel ist noch, glaube ich, eine Runde. Ciao.